Willkommen zurück zu Clash of Clans. Ich nehme die Folge einen Tag später auf als die letzte. Und wir können hier im Clankrieg angreifen. Ich werde das auch gleich machen. Ich werde mein Bestes geben. Ja, mal gucken, ob ich noch einen Drachen bekomme. Aber vorher werden wir hier noch angreifen. Zweimal, würde ich sagen. Und ja, geben wir unser Bestes. Nutzen wir mal hier noch ein bisschen Barbaren. Solange die Menge abgelenkt ist. Und nein. Komm schon. Ja, aufs Rathaus. Damit wir noch den zweiten Stern bekommen. Das ist ein ziemlich guter Angriff, würde ich sagen. Ja, ich glaube, mehr kriegen wir nicht. Kampf beenden. 78%, 2 Sterne. Gewonnen. Jetzt haben wir auch den Zerschmetterer schon auf Level 3. Können ihn sogar nochmal verbessern. Aber ich würde sagen, Bogenschützenturm, Kanone, Wachposten. Machen wir erstmal noch einen Angriff. So, ich würde sagen, wir gehen einfach hier rein. Haben wir ein paar Barbaren mehr. Erstmal, ja, auf Fallen austesten. Es gibt einige. So, setzen wir die Riesen. Ah, ich hätte doch Bombenwerfer mitnehmen sollen für die inneren Mauern. War natürlich ein bisschen doof. Ja, die gehen jetzt nicht mehr auf die Mitte. Nein. Ich krieg wahrscheinlich nur einen Stern. Trotzdem 74%. Bin ich mit zufrieden. Und hoffen wir mal. Oh, 50%. Okay, ja, nein, das wird nichts. Der kriegt das noch und mehr nicht. Schon vorbei. Wir haben gewonnen. Im Labor können wir nichts machen. Ja, wenn ich jetzt die Bauarbeiterbasis mache, die Bauarbeiterkaserne, können wir nicht mehr angreifen. Also, ich mache noch einen dritten Angriff. Dann verbessern wir die Bauarbeiterkaserne. Und der ist ein Level höher als ich, glaube ich. So, machen wir hier ein paar hin, um den Wachposten wegzulocken.
Schade, ein nicht so guter Angriff. Nur 50%. Aber ich glaube, wenn der Gegner jetzt schlicht angreift. Ja, okay. Nicht mal 50. Ja, das haben wir wieder gewonnen. Haben jetzt drei Siege bekommen. Mein Goldlager ist voll. Das ist natürlich nicht schön. Ich würde sagen, ja, machen wir einfach hier eine Mauer und stellen das mal um, weil eine bessere Mauer hier unten bringt überhaupt nichts. Warum sollte man das hier wegsprengen? Ich weiß es nicht. Jetzt könnten wir hier auch. Nein, noch nicht. Dann verbessern wir das einfach. Wir können eh keinen Loot mehr bekommen. Dann gehen wir hier rüber. Ich habe keinen Drachen mehr bekommen. Ist natürlich schade. Und ohne werde ich wahrscheinlich auch nichts reißen. Ja, dann muss ich mir jetzt selbst einen Drachen schicken. Ja, okay, dann spende ich mir gleich einen Drachen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Level 5 Drache von Psychodog erhalten. Da kommt da schon der Drache. Und dann ziehen wir los. Greifen wir den letzten an. Oh, hat natürlich jetzt eine andere Base. Ist natürlich nicht so schön, würde ich sagen. Ja, die anderen sehen auch nicht anders aus. Und die haben natürlich. Oh, 0 von 30. Der hat keinen Elektrodrachen drin. Der auch nicht. Haben die keinen Elektrodrachen? Mann, haben die nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas reißen werde. Ich würde sagen, ich gehe hier einfach so aufs Gold. Weil das hier ziemlich dicht aneinander ist, mit dem Elixier noch dazu. Versuchen wir es mal. Ich weiß, es ist mehr oder weniger unmöglich. Oh, das hat fast gereicht. Also, ich meine, ein Level 4 Blitz kann schon fast. Keine Ahnung, Level 7er Luftabwehr platt machen. Andersrum gesehen, eine Level 7er Luftabwehr macht ein paar Ballons locker platt. Komm schon, ich will das Elixier da oben noch bekommen. Komm schon, Drache. Nein, er läuft falsch, fliegt falsch. Bitte. Ah, ich kann's vergessen. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold ich jetzt geholt habe. Ah, hier ist natürlich noch ein Lager. Ansonsten nichts. Ja, komm, holen wir uns noch das dunkle Elixier. Auch wenn das uns gar nichts bringt. Ja, macht jetzt eigentlich keinen Sinn, hier noch irgendwas holen zu lassen. Ich meine, ich hätte hier ans Lager rankommen können. Aber ich brauche eh kein Elixier momentan. Ja, okay, holen wir uns noch, keine Ahnung, 30%. Und dann geben wir auf. Komm schon. Ah, nicht mehr 30. 31.000 Gold gerade mal. Und 148.800 von beidem als Siegbonus. Bogenschützenturm, zweimal. Ja. Ich würde sagen, das machen wir. Und dann.
Stoppen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich werde den wahrscheinlich gleich mit meinem anderen Account angreifen. Ich bin ja auch, oh, ziemlich weit unten. Okay, das war jetzt kein Wunder. Ich wurde vom 15 angegriffen. Und ja. Wir werden überhaupt nichts holen, weil ich keinen Drachen habe. Weil ich nichts habe, was irgendwas holen kann. Hier, diese Lager sind sehr gut erreichbar, aber da sind halt nochmal zwei Luftabwehren. Ja, ich werde mir noch einen Drachen spenden müssen. Und dann greife ich gleich nochmal an. So, der zweite Drache für nichts. 13 Juwelen kosten nämlich immer. Aber was soll's? Bei meinem anderen Account habe ich eh schon alle 5 Bauhütten. Da macht das nichts aus. Angreifen. Von oben angreifen wäre, glaube ich, eigentlich leichter. Aber da sind halt auch die X-Bögen. Ich würde sagen, machen wir das so. Ja. Und ich warte diesmal noch ein bisschen mit dem Drachen. Nämlich bis jetzt. Die Ballons werden einen nach dem anderen einfach platt gemacht. Die gehen schon in die Mitte, die erreichen überhaupt nichts da unten. Oh oh. Und? Oh, nochmal Glück gehabt. Der Drache fliegt jetzt zum Goldlager hier. Die sind direkt kaputt gegangen. So. Drache, Drache, fliegt zum Goldlager. Ich erreiche gar nichts hier. 16%. Ich meine, okay, ich hätte bis zum Rathaus hier unten kommen können. Aber wie, wenn da zweimal die Luftabwehr ist? Ich glaube, ich hole keine 50%. Ich meine, was hier in diesem Abschnitt noch ist, ist nicht viel. Und hier ist noch eine Luftabwehr, also. Ja, vielleicht kriege ich noch das Lager. Wäre natürlich cool. Gold kann ich immer gebrauchen. Schon ist der Drache aus der Reichweite. Und geht hoffentlich schnell auf den Bogiturm. Oder auch nicht, weil er gleich drauf geht. Und jetzt kommt noch die Luftabwehr hinzu. Ja, nicht mal einen Feueratem. 13.200 habe ich bekommen. Ist nicht viel. Aber es ist Gold. Hey, ich beschwere mich nicht. Ich habe eh genug Elixier. Ich habe nichts, was ich mit Elixier noch machen kann. Nur noch Gold brauche ich. Ah, die zweite Luftabwehr ist fertig. Und wir können nichts mehr machen. Noch ein Bogenschützenturm wäre gut, aber ja, dauert ein bisschen. 16 Minuten. Und hier bin ich auch nicht gerade weitergekommen. 450 Juwelen. Ja, ich habe zweimal verloren. Leider. Hier bringt es mir auch nichts anzugreifen. Gibt es sowas wie. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Moment. Bauarbeiterbasis, Errungenschaften. Champion-Bauarbeiter, ja, das sind die 1000 Juwelen. Das würde schon was bringen. Ja, versuchen wir es einfach mal.
Nur für die Pokale. Nein, ich würde nicht sagen, dass wir es unbedingt brauchen. So. Lass nur ein paar Barbaren einfach das aufknacken. Da. Wir müssen die weglocken. Währenddessen können wir hier schon mal drei Riesen setzen. Ja. Wo ist der eine Riese hin? Ich habe nicht ganz drauf geachtet. Einfach verschwunden. Oha, das war die falsche Richtung. Nein, jetzt laufen die alle außen rum. Natürlich nicht schön. Ja, okay, ich krieg nicht mal 50%. Ja. Okay, ich würde sagen, einen Angriff machen wir noch. Das heißt, wir sehen uns in knapp 13 Minuten wieder. Und ja, machen wir noch einen Angriff, um ein paar Pokale zu bekommen. Vier haben jetzt schon 4000 Punkte geholt. Einer ist dicht dran. Es gibt auch ein paar, die überhaupt nichts geholt haben. Na gut, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Die Ballons sind fertig. Den anderen Angriff werde ich dann nicht mehr aufnehmen. Versuchen wir unser Glück. Auch wenn wir Schild haben, ist mir eigentlich ziemlich egal. Wir brauchen schön viel Gold, am besten 300.000. Nein, Spaß. So 50.000, dann würde ich angreifen. Zum Beispiel hier. Ich hoffe, er hat keine Clermont-Truppen. Ich würde schon gern von oben angreifen. Dazu muss das hier weg. Hat natürlich nicht geklappt. Mal sehen, ob zwei Ballons reichen. Nein, natürlich nicht. So, greifen wir mal jetzt von oben an. So. Zum Glück haben wir die beiden Luftbomben schon aktiviert, das heißt, da müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Jetzt steht uns nur noch der Bogenschützenturm im Weg, aber mehr auch nicht. Der ist so gut wie platt. Und ja, die Kanone. Jetzt kriegen wir schön viel Gold rein. 60.000, 70.000 waren es. Ist natürlich eine ganz schöne Menge. Der scheint auch noch etwas in der Klemmburg zu haben, also an Gold und Elixier. Die werden wir auch gleich platt machen. Und dann, ach nein, der hat die drei Bauhütten noch außen. Na, mal sehen, ob wir noch drei Sterne bekommen. Die sind nämlich sehr langsam. Die machen zwar viel Schaden, aber sie werfen so langsam. Die gucken halt immer, nachdem sie geworfen haben. Und bewegen sich dann erst weiter. Man könnte auch da so ein Düsentriebwerk ranmachen, damit die ein bisschen schneller sind. Aber ich glaube nicht, dass sowas jemals gemacht werden würde.
Ah, die teilen sich auf. Schön. Es ist immer gut, wenn sie sich aufteilen. Ah, okay, nicht immer. Wenn sie zum Beispiel auf die Luftabwehr gehen sollen und sich dann aufteilen und nicht zur Luftabwehr gehen, ist natürlich doof. Oh, 30. 30 Sekunden. Ja, ich glaube, ich krieg so 99%. Ist natürlich doof. Ich glaube nicht mal 99. Leider keine 100%. Egal, sind 2 Sterne. Neue Truppen ausbilden. Ja, ich kann nichts verbessern. Ich kann Truppen ausbilden, obwohl die Bauarbeiterkaserne verbessert wird. Man braucht die Bauarbeiterkaserne nicht, um die Truppen auszubilden. Okay. Man braucht die nur, um neue Truppen zu bekommen. Also heißt das, Leute, ihr könnt auch eure Bauarbeiterbasis verbessern. Bauarbeiterkaserne, so rum. Die könnt ihr verbessern, während ihr noch Angriffe frei habt. Hätte ich das gewusst, hätte ich die schon längst verbessert. Na, egal. Das war's, Leute, mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss.